Finanzmarktwelt präsentiert den XTB Morgenticker vom 30. November 2023. Handeln Sie verantwortungsvoll. Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. Den vollständigen Risikohinweis in schriftlicher Form finden Sie in den Shownotes. Der gestrige Handelstag an der Wall Street endete für die wichtigsten US-Indizes schwach. Die Käufer hatten Mühe, ihren anfänglichen Vorsprung zu halten und der S&P 500 und der Nasdaq 100 gaben ihre Gewinne wieder ab und schlossen leicht niedriger. Der Dow Jones gewann symbolische 0,04%. Die mit Spannung erwarteten Daten zum chinesischen Einkaufsmanager-Index, die von der staatlichen Behörde NBS veröffentlicht wurden, enttäuschten erneut, was Hoffnungen auf noch mehr staatliche Unterstützung der Wirtschaft weckte. In Asien verzeichneten alle wichtigen Indizes leichte Zuwächse zwischen 0,01 und 0,3%, japanischer Nikkei und Topix sowie der koreanische Kospi, allen voran der chinesische Hang Seng, der die psychologische Marke von 17.000 Punkten halten konnte. Der chinesische Einkaufsmanager-Index PMI für das verarbeitende Gewerbe lag bei 49,4 gegenüber der Prognose von 49,8 und 49,5 im Vormonat. Auch der PMI für das nicht verarbeitende Gewerbe enttäuschte mit einem Rückgang, obwohl ein Anstieg erwartet worden war. Er lag bei 50,2 gegenüber den Erwartungen von 50,9 und zuvor 50,6. Die weniger wichtigen makroökonomischen Daten aus Japan fielen besser aus als von Analysten erwartet, aber die Einzelhandelsumsätze überraschten mit einem leichten Rückgang. Die großflächigen Einzelhandelsumsätze in Japan stiegen im Jahresvergleich um 4% gegenüber 5% bei der vorherigen Messung. Der Gesamtindex der Einzelhandelsumsätze stieg um 4,2% gegenüber einer Prognose von 6% und einer Revision um 6,2% gegenüber dem ersten Wert, der 5,8% betrug. Die Industrieproduktion des Landes stieg im Jahresvergleich um 0,9% gegenüber minus 4,4% im Vormonat und im Monatsvergleich um 1% gegenüber 0,5% im Vormonat und 0,8% in der Prognose. Der Direktor Nakamura von der japanischen Zentralbank Bank of Japan wies darauf hin, dass die Bank nicht sicher sein könne, ihr Ziel zu erreichen und dass mehr Zeit benötigt werde, um die Geldpolitik zu ändern, einschließlich der Renditenkurvenkontrolle und der negativen Zinssätze. Seiner Ansicht nach verläuft die wirtschaftliche Expansion des Landes moderat und es seien weiterhin Konjunkturmaßnahmen erforderlich. Er betonte, dass die Lockerung der Geldpolitik nun geduldig beibehalten werden sollte. Das Währungspaar US-Dollar gegen japanischen Yen wird heute mit einem bescheidenen Minus von 0,10% gehandelt. Nach Angaben aus Katar, das als Hauptvermittler zwischen der Hamas und Israel fungiert, haben sich beide Konfliktparteien darauf geeinigt, den Waffenstillstand um mindestens einen Tag zu verlängern. Dem Wall Street Journal zufolge erörtern die Vereinigten Staaten und Israel ein Szenario zur Gefangennahme von Hamas-Kämpfern und deren Rückführung aus dem Gazastreifen, um das Ende des Krieges zu beschleunigen. Die Wohnungsbaukredite in Australien stiegen um 0,4% gegenüber 0,4% zuvor. Die Baugenehmigungen stiegen überraschend um 7,5% gegenüber den Prognosen von 1,5% und minus 4,6% zuvor. Der australische Dollar gewinnt gegenüber dem US-Dollar deutlich an Wert. Das Währungspaar australischer Dollar gegen US-Dollar legt um fast 0,5% zu. Indexkontrakte in Europa deuten auf eine höhere Eröffnung der Aktienmärkte auf dem alten Kontinent hin. Die niederländischen Einzelhandelsumsätze stiegen auf 3,9% gegenüber 3,5% zuvor. Der US-Dollar-Index verliert an Boden, während das Währungspaar Euro gegen US-Dollar um 0,1% zulegt und sich bei 1,098 hält. Der Bitcoin-Kurs bleibt unter 38.000 Dollar und die Kryptowährungen wurden heute mit überwiegend gemischten Gefühlen gehandelt. Laut Fitch Ratings könnte das Verhältnis zwischen Schuldendienst und Einkommen der US-Haushalte von 9,9% im Jahr 2022 auf 11,7% im Jahr 2025 steigen, ein relativ bescheidener Anstieg trotz eines starken Anstiegs der Marktzinsen für neue Haushaltskredite.
Die Ratingagentur schätzt, dass der Schuldendienst der Verbraucher für Nicht-Hypothekenkredite von 5,9% im Jahr 2022 auf 7,3% im Jahr 2025 steigen wird. Fitch erwartet einen geringeren Konsum in den USA im nächsten Jahr aufgrund eines Anstiegs der Kreditkartenzinsen und der Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten, was den Schuldendienst der privaten Haushalte für Nicht-Hypothekenkredite im Jahr 2024 auf einen historischen Höchststand treiben wird. Finanzmarktwelt präsentierte Ihnen den XTB-Morgenticker.